liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi und Willkommen. Mein Gott, direkt am Anfang verkackt. Okay, nochmal von vorne. Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Sorry, dass es die letzte Folge so mies aussah mit den Folgen, aber ich lag echt flach. Ihr hört es vielleicht noch ein bisschen, meine Stimme ist noch nicht ganz auf der Höhe. Ich hoffe, es reicht für eine Aufnahme und wir sind bei Level 8 im verrückten Canyon. There will be... Baue einen betriebsamen Vergnügungspark im Garten eines Geschäftsmanns. Tja, was soll das wohl heißen? Ich wette, dieses There will be... ist eine Anspielung auf ein Filmzitat, welches ich aber gerade offen gesagt nicht sonderlich kapiere. Einfach weil ich bin in der Western-Thematik nicht so gut drin, schon gar nicht im Englischsprachigen. Von daher wahrscheinlich eine Anspielung auf irgendeinen Film. Aber wie gesagt, ich check's nicht. Sorry dafür. Wer es checkt, kann es gerne in die Comments schreiben oder auch für sich behalten. Das steht jedem frei. Aber jetzt geht's erstmal daran, wenn der Ladebildschirm vorbei ist, die Mission zu beginnen. Ich bin gespannt, was da für Ziele sind. Bestimmt, wenn das bei einem Geschäftsmann ist, irgendwas mit Umsätzen und so. There will be. Ein Mann namens Plainview will einen Vergnügungspark in seinem Garten bauen. Ich glaube, er hat mit Öl ein Vermögen verdient oder so. Wie dem auch sei, er will viele Besucher anziehen. Ich habe ihm gesagt, dass du einer unserer Besten bist und es sicher auf die Reihe kriegst. Dann legen wir doch direkt mal los. Wir sehen, wir haben schon ein kleines bisschen. Machen wie immer kurz Pause, um uns einmal das Gelände anzuschauen. Und ja, schicker Garten. Also wenn das mein Garten wäre, da würde ich hier keinen Vergnügungspark bauen, sondern, weiß ich nicht, irgendwas, aber kein Vergnügungspark. Aber gut, jeden das seine. Unsere Ziele. Bekanntheitsstufe ein Minimum von 3. Das sollte relativ einfach gehen. Der minimale Parkwert muss 50.000 betragen. Wir brauchen eine drehende Achterbahn und eine umgedrehte Achterbahn. Und das war es dann schon in Anführungsstrichen mit den Hauptzielen. Dann für die Lehrlingsherausforderung 6 Souvenirstände. 3 amerikanische Verkäufer. Okay, amerikanische Läden. Ich muss mal checken, was genau das heißt. Und 3-mal mexikanisches Essen. Vielleicht soll das auch amerikanisches Essen sein. Werden wir gleich sehen. Dann für die Meisterherausforderung. 500 Besucher im Park. Sollten wir auch hinkriegen. Oh, Tycoon-Herausforderung. Minimales Guthaben in der Geldbörse. 50.000. Dann minimale Ladeneinnahmen. 850 über 4 Monate in Folge. Und eine Achterbahn mit Western-Motiv bauen. Das sollten wir alles hinkriegen, denke ich. Und ich würde sagen, wir fangen dann wie immer... gewohnt spießig an. Erstmal hier natürlich die Preise hochtreiben. Nichts ist umsonst, auch kein Gang zum Klo. Hier kann soweit alles bleiben. Wir machen ja natürlich erstmal wieder unsere gewohnten Bütchen. Bestehen aus einer Burgerbude. So, Moment, kriegen wir dich nicht noch hier so dran? Nein, ich will dich genau... Ja, Moment, hilft das, wenn ich die Kamera drehe? Nee, leider nicht. Schade. Moment, wir können das auch... Ach, wisst ihr was, wir machen es mal ein bisschen asymmetrischer als sonst. Wir machen nämlich einfach hier einen wunderschönen Weg hin. Was ist das für ein Muster? Wo haben wir es denn? Haben wir das Muster gar nicht? Doch. Verbundsiegel. So, zack. Geht doch. Und wir haben unser erstes Burgerbütchen. Das war jetzt aber... Ach, amerikanischer Verkäufer. Damit ist amerikanisches Essen gemeint. Also die Burgerbude. Ja, das sollten wir doch hinkriegen. Beziehungsweise allgemein... amerikanisch, das sollte kein Problem sein. Dann machen wir noch mal hier Hollow Bono hin. Dann, wir brauchen natürlich wie immer unseren Lieblingsmexikaner. Wo kriegen wir dich hin? Dich kriegen wir doch hier bestimmt super hin, wenn wir einfach mal diesen Kaktus beiseite packen. Jawohl, wie Arsch auf Eimer, meine Lieben. So, essenstechnisch sind wir versorgt. Wir brauchen jetzt natürlich noch ein paar reißerische Attraktionen. Dazu wie immer unsere Standards beim Nervenkitzel. Wenn ich denn wüsste, wo wir die hinkriegen. Da passt bestimmt super eine Attraktion rein. Welche das ist, werden wir noch herausfinden. Ja. So passt das nicht. Schade. Komm, der Baum, der steht ein bisschen im Weg. Den packen wir mal darüber. Mein Gott. Richtig mit geiler Soundeffekt. Heide Witzka. Und wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal so. Die Warteschlange machen wir direkt hier hin. Relativ kurz, ist aber nicht schlimm. Dann machen wir noch hier
einen Weg hin und da kommt dann auch direkt der Ausgang dran. So haben wir hier noch Platz für das ein oder andere Bütchen, den ein oder anderen Laden, was auch immer. Das sind der Fantasie ja Gott sei Dank wenig bis gar keine Grenzen gesetzt. Wir haben noch 7000 Steine auf dem Konto, das ist okay. Drehachterbahn brauchen wir eine, richtig? Richtig, sehr schön. Das heißt, wir können wieder unseren Standard-Schleudergang bauen. Müssen nur mal gucken, wie wir den hier reingedeichselt kriegen. Und so passt es doch schon wie Arsch auf Eimer, meine Lieben. Ich muss nur mal gucken, wo es am besten passt. Ich würde sagen, so ist doch gar nicht schlecht, oder? Zack. Schwing. Und damit direkt ein Hauptziel erledigt. Wunderbar. Und eine Achterbahn haben wir. Sehr schön. Das ist gut. So muss es sein und nicht anders. Moment. Einmal kurz einrasten lassen den Weg. So quer will er nicht. Gut, dann gehen wir nochmal ein Stückchen nach vorne und mal gehen. So, es geht doch, meine Lieben. Ah, komm, hier machen wir direkt den Weg in einem durch. Komm, ja, ich weiß, der Test geht erst, wenn das Spiel fortsetzt. Ist mir soweit klar. Ach, stimmt, ich habe das Spiel ja noch pausiert. Wisst ihr was? Lass ich mal weiterlaufen. So, wir brauchen natürlich noch ganz dringend Personal. Da sollten wir unsere letzten Taler reinstecken, die wir noch so haben. Und zwar stellen wir euch... Wo stellen wir euch hin? Ich würde sagen, hier könnten wir das vielleicht gut an der Seite machen. Machen wir dich mal hier hin. Moment. Egal. Wir brauchen noch den Mechaniker. Den packen wir dann einfach mal. Kriegen wir dich... Da wahrscheinlich eher weniger. Ne, da muss der eine Kaktus einmal weichen. Das ist aber kein Problem. Zack. Moment. So. Sag ich doch, dass das passt. So, einmal noch hier den Weg angeschlossen. Schap, schap, zarab, sagagenhaft. Und schon kann es losgehen. So, wir haben noch ein paar Taler. Das heißt, wir könnten uns vielleicht noch was leisten. Leider reicht es nicht ganz für den Feuerring. Das ist schade. Was nehmen wir denn? Ich hätte gerne Nervenkitzel-Attraktion. Da geht eigentlich ja nur noch die hier. So, Etta hat bestanden, sehr gut. So mögest du eröffnet werden und wir stellen einfach mal ein, angrenzende Objekte synchronisieren. Zählt das jetzt als Achterbahn mit dem Western-Motiv? Nee, ne? Nein, leider noch nicht. Das ist schade, weil das schon ein Motiv hat. Aber mal schauen, vielleicht wenn wir noch ein bisschen Dekoration da reinpacken, dann sollte das hoffentlich gehen. Jetzt habe ich noch gar kein Getränkebütchen. Ach komm, dann packen wir doch mal die letzten Taler da rein. Ich weiß, dass mein Cashflow niedrig ist. Vielen Dank für den Hinweis, aber jetzt müssen wir erstmal Gäste reinkriegen. Oh, 5 Dollar, das ist aber hier ein bisschen sehr günstig. Ich denke mal, ein 10er sollte schon drin sein. Drückt mir jetzt nur die Daumen, dass wir gleich einen guten ersten Influencer haben, der kommt. Sonst habe ich mich ein bisschen verzockt und das dürfte die Mission möglicherweise etwas in die Länge ziehen. Wir wollen es nicht hoffen, aber wir müssen einfach mal schauen, was uns jetzt als nächstes so erwartet. Ja, Dunkelheit im Park erwartet uns, das ist klar. Mülleimer stehen hier, Gott sei Dank, ein paar. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, erst. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht hier anstatt ein Bütchen einfach mal die Warteschlange etwas länger mache. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch mal eben. So, Moment. Warteschlange. Zack, zack. Zack und zack. So. Jetzt kann es wieder schnell gehen. Ist ja kein Problem. Gott sei Dank habe ich schon genug ruhigere Attraktionen, wo sich die Leute ein bisschen... wo die ein bisschen chillen und entspannen können. Sehr schön. Der Schleudergang ist äußerst beliebt. Ja, das finde ich doch äußerst super. Ich habe gar keine Info, die sollte ich vielleicht mal hier hinsetzen, so einigermaßen zentral, dass man da möglichst schnell von allen Orten hinkommt. Ich könnte auch natürlich... Ach, ich... Oh, shit, ich habe den Souvenirshop vergessen. Eieiei, dann hoffe ich, dass schnell genug Geld reinkommt, dass ich, ja, da, wie die Faust aufs Auge, da kommt Sammel-Sammy. Und ich habe den Souvenirshop vergessen. Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich mies. Mal gucken, was die Finanzen allgemein sagen. Ich mache, glaube ich, nicht genug Profit, dass ich sagen könnte, ich kann das kompensieren, wenn ich jetzt ein Darlehen aufnehmen würde. Und ich möchte mich nicht direkt wieder am Anfang verzocken. Da verprelle ich lieber einen Influencer einmal und warte noch ein bisschen.
Aber toi, toi, toi. Geh mal hier auf 6 Euro. Euro sag schon. 6 Dollar hoch. Hoffe, dass das soweit passt. Ja, nicht intensiv genug ist klar. Aber wenn ihr ein paar Mal Achterbahn gefahren seid, dann sieht die Welt schon anders aus, ihr Lieben. So, wir müssen jetzt im Auge behalten, wann er kommt. Es sind noch gute 2,5 Wochen. Dann schaut der gute Sammelsammy vorbei. Ja, dumme Getränkebude, ey. Warum habe ich die gebaut und nicht mal irgendwie... Ich habe es echt vercheckt mit der... Mit Ette hier. Mit dem Souvenirshop. Das finde ich jetzt gerade einigermaßen ärgerlich. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen den Eintrittspreis hochgetrieben kriegen. Und trotzdem noch genug Leute reinkommt, dass ein bisschen sich was tut an unseren Finanzen. Das wäre sehr schön. Tja, leider ist mir das zu spät eingefallen mit der... Mit dem guten Souvenirshop. Aber was will man machen, ne? Da machst du nix. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, doch ein Darlehen aufzunehmen. Aber ich schau erstmal. So, 29 Tage, das könnte noch eng werden. Mit ganz viel Glück schaffen wir es aber. Mal schauen, was noch so geht. Wenn noch genug Leute in den Park kommen, könnte das noch was werden. 500 fehlen noch. Na, nicht mehr ganz viel. 421, 419 noch. Ah. Leute, das wird eine enge Kiste. Das wird eine richtig enge Kiste. Ah, 300. Oh. Tage noch, 15. Eieiei. Leute, lasst mir mal Geld da, bitte. Ach, shit, ey. Das ist echt ärgerlich. Mann. Kann ich noch irgendwas abreißen und, ich könnte noch ein paar Wege abreißen. Weißt du was? Ich reiß mal kurz den Weg ab. Und den reiß ich ab. Und, oh, was war das denn? Halt! Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich mich auf mystische Art und Weise teleportiert. So, jetzt haben wir nämlich genug Geld. Das finde ich super. Moment, wo packen wir dich hin? Da. Auf mit dir. So, wo ist Sammelsammy? Wir haben noch 6 Tage, mein Lieber. So, bitte, jetzt... Hol's dir. Ja, Leute, ich werd bekloppt. Es hat sogar noch geklappt. Du kriegst die Tür nicht zu, mein Lieber. Oh, das ist sehr schön. Gut, da können wir ja wieder den Weg hier anschließen. Und wir können hier auch wieder anschließen, sobald wir das nötige Kleingeld haben. Ach, Leute, das war doch mal ein Fotofinish, wie es mir gefällt. Wunderbar. Eine Sorge weniger. Wir haben Bekanntheitsstufe 2 erreicht. Sehr schön. Das finde ich gut. Das heißt, jetzt kommt wieder ein gewisser Gästezufluss. Da freut sich das Portemonnaie. Und wir uns natürlich auch. Ach, Leute. So ist das schön. Kriegen wir dich nicht noch hier zwischen rein? Boah, ich glaube, wenn der Kaktus da unten weg wäre, dann würden wir dich da wirklich hinbekommen. Das wäre doch mal tatsächlich eine Überlegung wert. Ah, so. Fände ich gut. Bisschen müssen wir warten, aber jetzt kommen ja erstmal Gott sei Dank genug Gäste rein. Machst du denn schon Profit? Oh ja, du machst Profit. Und die Getränkebude, was ist mit der? Ja, die macht auch schon Profit. Sehr schön, Leute, so mag ich euch, so gefällt ihr mir am besten. Oh, der Souvenirstand, der macht ja richtig Profit. Heide Witzka. So, dann schauen wir doch mal, ob wir dich nicht hier irgendwie reingequetscht kriegen. Na, vielleicht, wenn wir dich drehen. Ah, Moment, da habe ich was gesehen. So. Geil, das passt. Ja, wie kriegen wir jetzt nur den, kriegen wir dich denn jetzt da hoch? Warte mal, wisst ihr was? Wir gehen mal ein bisschen hoch mit dem Weg. Und dann direkt runter. Ja, machen wir so. Kleiner Umweg ist jetzt nicht die Welt. Ich denke, das könnt ihr alle verpackt bekommen, ihr Lieben.
Was tut man hier alles für eine neue Attraktion und um seine Gäste bei Laune zu halten, so muss das. Wir gehen hier mal 50 Cent hoch. Ich denke, das können wir uns locker leisten. So, wir schauen mal auf die Warteschlange. Ich denke mal, hier können wir ein bisschen mit dem Preis hochgehen. Stehen ja mehr als genug Leute an. Oh, da kommt Familien-Fiona. Habe ich Familienattraktionen? Ich weiß es gerade nicht. Das sieht schlecht aus, liebe Leute. Das heißt, ich muss mal... Ne, das sind alles Kinderattraktionen, ne? Moment, die Rutsche. Ich weiß gerade nicht, in welche Kategorie die Rutsche fällt, weil ich die ja noch nicht freigeschaltet habe. Aber egal. Fakt ist, ich brauche neue Familienattraktionen. So, den kleinen Busch, den packen wir mal hier beiseite. Und es passt hier leider immer noch nicht. Okay, gut, wisst ihr was? Planänderung, wir machen es ein bisschen einfacher. Packen dich mal... Na, hier war doch gerade ein Plätzchen. Ja, packen wir dich einfach hier hin. Zack. Hallo? Achso. Leicht verklickt. So. Haben wir eine Familienattraktion. Wunderbärchen. So, mal schauen. Wir haben noch Zeit bis zum 1. August. Ein halber Monat. Vielleicht reicht das noch für eine weitere Attraktion. Die hier zum Beispiel ist relativ günstig. Und ich glaube, die könnte auch bestimmt prima hier reinpassen. Ja, wobei... steht doch ein bisschen was im Weg. Egal. Gut, dann finden wir einen anderen Platz für dich. Daran soll es jetzt auf keinen Fall scheitern. Weißt du was? Ich packe mal hier ein paar Kakteen zur Seite. Packen wir mal alle in den Dunstkreis von der Achterbahn hier. Vielleicht wird dann daraus eine Western-Attraktion. Nee, es bleibt Sci-Fi. Na gut, dann soll das so sein. Ich habe wie immer vergessen, die Wartungszeiten runterzuschrauben. Was ist denn bloß los, was das angeht? So, da ist Familien-Fiona. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir in der Pusche kommen mit den Finanzen. Und im Optimalfall noch dazu kommen, dass wir sie begeistern können. So, auch hier 10 Minuten, zack. Natürlich auch hier 10 Minuten. Na, komm her. So. Okay, wie lange bleibst du denn da? Bitte sag 60 da. Ja, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, was ist denn das Günstigste? Ich glaube, das war tatsächlich diese Heuwagenfahrt. Jawohl, dann nehmen wir die. So, komm, wir haben es doch schon fast. Jawohl, da haben wir es schon. So, dann machen wir dich schon mal auf. Der Ausgang kommt natürlich noch. Zack. So, liebe Familien-Fiona, wo bist du? Ich hoffe, auf dem Weg. Ja, komm, wir helfen dir mal ein bisschen auf die Sprünge. Boing. Jetzt bitte geh da rein. Jawohl, huhu, es klappt. Ach, Leute, wenn das immer so einfach ginge hier. So, da müssen wir mal ein bisschen an den Preisen was tun. Da auch. Hier müssten wir eigentlich mal eine längere Warteschlange bauen. Weil die doch ziemlich kurz ist. Ich glaube, wir müssen uns auch mal einen zweiten Mechaniker gönnen, sonst wird jetzt alles nach und nach in den Binsen gehen. Jawohl, es hat geklappt. Damit haben wir auch schon eines unserer Hauptziele erfüllt, nämlich Bekanntheitsstufe von 3 erreicht. Wunderbärchen, meine Lieben. So luppt das Ganze doch. So, was machen wir, wenn du noch schön ist? Genau, die Besucher im Park, das kriegen wir hin. Die Achterbahn mit dem Western-Motiv kriegen wir auch hin. Das Guthaben in der Geldbörse, das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das können wir auch leider nicht umgehen. Wir sollten mal weitere Fressbuden bauen. Die kommen immer gut. Mampfen wollen sie alle immer. Parkbewertung sieht eigentlich ganz gut aus. Wir schauen mal kurz ins Detail. Das läuft soweit alles. Wunderbärchen. Ihr Lieben, so macht das Spiel doch richtig Laune. Findet ihr nicht auch? Ja, das passt noch so. Aber hier sollten wir schon mal auf 2,50. Und weil hier wahrscheinlich alle Ruhe haben wollen, gehen wir auch direkt auf 2 $ hoch. Sehr schön, ihr Lieben.
Dann würde ich sagen, bauen wir direkt noch einen Souvenirladen. Nehmen wir mal hier den Ballonkumpel. Hallo, ich will doch... Oh, Mann, da will ich hin. Das verdammte Einrasten. Na gut, das wird sowieso nicht ganz passen. Schade. Na gut. Dann machen wir dich halt hier hin. Ganz einfach. So, hier gehen wir mal ein bisschen runter mit dem Preis, um noch mehr Leute hinzulocken. Hier müssen wir aber noch mal ein bisschen hoch, denn die Leute wollen Ruhe haben und das sollten wir finanziell auch ausnutzen. So, Lieben, ich würde sagen, die Zeit ist rum. Wir haben mal wieder, denke ich, eine ganz solide Grundlage geschaffen. Und ja, wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich bin ganz optimistisch, dass das mit der Mission soweit ganz gut laufen wird. Bisher scheint es ja zumindest ganz gut zu laufen, auch finanziell. Drückt mir die Daumen, dass es weiter so gut läuft und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, ihr Lieben, bis dann. Tschüssikowski.